Ob ihr wirklich richtig seid, seht ihr, wenn das Licht angeht oder so. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Game Dev Tycoon. Ja, beim letzten Mal haben wir Starcold Crusadle 2 rausgebracht, wir wurden sogar dazu interviewt und wir hatten es auf der G3 Messe, also vielleicht wird das ein gutes Game oder nicht, dann sehen wir jetzt. Oh, ich hab da kurz die Zähne gesehen. Oh, nein. Der Hype war auch nicht schlecht. Ich weiß nicht genau, was der Hype bedeutet. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Oh ja, komm, komm. Oh. Gut, es ist ein Nachfolger von Starcold Crusadle 1 oder Starcold Crusadle. Hold. Und, ja, das ist auch schon mal nicht schlecht. Was machst du denn jetzt gerade? Community hat kürzlich eine Fortsetzung eines Spiels Starcold Crusadle veröffentlicht. Das neueste Spiel heißt Starcold Crusadle 2, also komplett irgendwie anders geschrieben, aber immer noch der gleiche Inhalt. Und wurde mit großartigen Bewertungen am Markt angenommen. Sehr nice. Sehr nice. So, dann machen wir bitte den Spielebericht für Starcold Crusadle. Und in der Zeit können meine wunderschönen Mitarbeiter doch auch mal so einen Auftrag hier machen, oder? Ah, guck mal hier, den schafft ihr doch, oder? Den schafft ihr doch. Oder? Ich will sein, für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform, Zielgruppe PC, gut, wunderbar. Pauline Zubeck ist immer noch ein Neues im Team. Noch ein paar Spiele und dein Team bekommt eine größere Potenzial. Oh, ah, war wieder super knapp. Ach gut, ich habe natürlich auch nie Mitarbeiter, das ist ja ganz klar, ne? Werden wir weiter, denke ich mal, nicht schaffen, aber wir können es ja mal probieren hier. Wir können das ja einfach mal probieren, weil mehr als verkacken können wir nicht und dann kostet es einfach nur Geld. Das ist ja vollkommen egal. Was kostet die Welt, ne? Was kostet die Welt? Das kostet doch nur Geld. Könnt ihr euch beide mal aufhören, am Kopf zu kratzen? Weil wenn das einer macht, wenn der arbeitet, ist okay. Aber beide, ne. Wunderbar. Holen wir uns nochmal einen Auftrag. Der hier, der ist krass, Mann. Der ist richtig krass. Starcraft Crusader wurde vom Markt genommen. 1, 2, 3 mal verkauft und 8.600 verdient. Wunderbärchen. Aber wir kommen über die 2,5 da drüber groß gar nicht irgendwie, ne? Oh gut, ich entwickle ja irgendwie kaum Spieler, sondern ich mache nur Aufträge. Ja, stimmt, wir haben die N64, die Z64, dankeschön. Dankeschön, weil das ja gerade in Auftrag stand, okay. Ja, wir haben noch 2 Aufträge, machen wir da eben mal kurz einmal durch hier. Und dann ist alles Roger im Kambodscha. Und danach machen wir hier für die Tests mal was. Zack, wunderbar, wurde uns zugeschrieben. Es scheint, dass sich der Markt wieder normalisiert hat und kein starker Trend da ist. Hm. Schön für dich. Mich interessiert das am herzlich wenig. So, wunderbar. Dann kommt ein neues Spiel. Das wird ein kleines zum Thema. Dungeon. Ein Strategiespiel für die Tess, auch wenn das vielleicht nicht so geil ist und so, aber egal, ich liebe die Tess, das ist eine meiner geilsten Konsolen von früher. Das ist ja so für Kinder gedacht, aber wir wollen natürlich auch einen Namen, und zwar heißt das Dungeon Sieger Dungeon Siege. Wer kennt dieses Spiel noch? So. Ja, ich würde schon mal gerne richtig 3D haben wollen und so, aber irgendwie. Ja, Story und Gameplay ist, glaube ich, dann nicht so wichtig gewesen. Die Engine geht so. So und so in etwa. Ja. 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 Oder wie sagt ihr das komische eigentlich? Was bringt mir der Hype eigentlich? Also, würde ich gerne wissen. Marketing! Marketing kann ein sehr effektives Werkzeug sein, um seine Kunden zu erreichen. Aber es kann auch sehr teuer werden. Mit einem bestimmten vorsichtigen Marketing, bla, gedöns.
Das ist mir scheißegal, was du laberst. Ich will Marketing. 2 Millionen. Nee. Kleine Marketingkampagne. Er startet eine weltweite Marketingkampagne, die Zeitschriften, Werbung, Demos und Interviews umfasst. Spieler eine Chance zu geben, es auszuprobieren. Machen wir das hier mal. Ein paar Demos. Können ja, haben wir noch nie geschaut, ne? So und so. Hey, well, let's go. Haut doch mal das richtig geile Dungeon-Fisch raus. Hey, Supertest ist nicht mehr unterstützbar, ist mir egal. Mir egal. Wir haben die Test 64. Das hier hoch. Grafik ein bisschen runter. Den Sound auch ein bisschen runter. Und Feuer frei! Hey, yo, let's go. Hey, Chef, ein guter Freund von mir ist eine Organisation tätig, die sich über mehr Frauen in den Branchen einsetzt. Sie suchen noch einen Sponsor. Und ich dachte mir, dass das eine super Chance für uns wäre. Möchtest du ja klarkommen? Machen wir. Wir sind heute sozial und nett. Ob das einen Vorteil oder Nachteil hat, weiß ich nicht. Ja, warum nicht, ne? Mehr Frauen in der Branche, warum nicht? Vielleicht nicht nein zu. Wir haben gehört, dass Community kürzlich eine Organisation finanziert und unterstützt hat, die sich für mehr Frauen in der Technologiebranche einsetzen. Tom, Geschäftsführer von Community, sagt, wir würden es begrüßen, wenn mehr Frauen in der Spielebranche arbeiten würden. Ja, warum nicht? Gleichberechtigung für alle, Mann. Ob jetzt Frau oder Mann, das kommt beide. Was können auch beide genauso gut programmieren und so, weißt du? Also. Neue Rekorde von Dungeon-Sieger. Wunderbärchen, uiuiui, da kommen noch ein paar Level-Ups hier. Zacke, zacke, zucke, bam. Oh, aufgrund einer verbesserten Arbeitserfahrung hat der folgende Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung bekommen. Das ist eine Gehaltserhöhung? Das ist was verdoppelt! Ja, aber gut, komm, was soll's. Neue Forschung verfügbar, Charakterentwicklung, verbesserte KI. Oh, nice. Ich glaube, wir müssen mal eben hier forschen, ne? Charakterentwicklung, hey ho, let's go. Zack. Dann könnt ihr in der Zeit mal eben ein paar Aufträge machen. Dass ihr, oh, das werde ich nie schaffen. Warum habe ich das angenommen, Alter? Oh, ich habe eine kurze 10 gesehen, aber die war nur ganz kurz da als... hey, vielleicht kannst du irgendwann mal die 10 sehen. Aber nur von hinten. Egal, wir machen damit trotzdem Plus. Wir müssen halt wieder ein Fafi machen. Fafi ist halt das Spiel, was geht, ne? Das Spiel, was Stil hat und Skill. Jeder will Fafi spielen. $22.000. Ja, ist halt ein bisschen was. Aber egal. Wir brauchen Forschungspunkte, Leute. Wir brauchen Forschungspunkte. Weil wir können neue Engine machen, aber eine neue Engine will ich erstmal machen, wenn wir neue Forschungspunkte alle haben. Und dann wird das geil, richtig geil. Au, das wird knapp. Komm, wir hauen mal rein hier. Wir haben ja Dungeon-Siege rausgebracht, auch wenn das jetzt nicht so geil ist. Wir sollten vielleicht noch mal ein neues Spiel dafür schnell rausbringen. Thema. Mittelalter. Passt nicht. Vulakula, Vubakulalila und Abenteuer und dann Lern macht Spice Klasse 1 Bus 4. So, weil Lernen macht Spaß und das kann man hier halt gut, ne? So, auch für die... Nein, wo ist denn... Warum ist er eigentlich so weit unten hier? Der ist auch geil. Mit der Armin 3 weiter. Komm, wir machen das Ding einfach mal. Das Problem ist, wir haben jetzt gleich erstmal... mega geil. Oh fuck, das wird das Spiel, was auf die Gamescom kommt, ne?
Ich sah auf die Game 3. Okay, hätte ich vielleicht ein cooleres Spiel machen sollen. Aber okay. Aber okay, vielleicht kommt es einfach gut an. Au, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. So, und weg. Zack. Es wird geil, hoffe ich. Ah, es war okay, Dungeon Seed Touch noch gemacht. Lärm macht Spaß. Oh, es sind beide Spiele da gewesen, ne? Okay, wenn wir einen mittleren Stand haben, können wir zwei Spiele gleichzeitig vor. Ich zeige eine 4, aber gut, zwei Spiele. Und wir haben 107.000 Leute, oh mein Gott. Ah, nicht nur die Top 100, ist mir egal, Alter. Wir haben echt viele Leute, die sich angeguckt haben. Und der Hype ist da! Machen wir nochmal schön Marketing hier. Und stellen es fertig, das wird halt so ein Scheißspiel, ne? Aber egal. Ist ein Lernspiel. Lernspiele sind nie cool. Okay, da ist halt richtig gerade eskaliert hier. Bam! Mehrspielermodus! Okay, wir müssen halt so viel lernen. Chef, unser Büro könnten echt eine Renovierungsarbeit vertragen. Ja, mach doch einfach, Mann. Verändert sich jetzt was? Wow! What the heck? Das ist mir voll egal, aber das sieht so scheiße, ne? Ich will das gerne skippen können. Aber ich glaube, das geht nicht. Oh, 2-2-2-2-2. Aber ist mir egal, wir haben ein geiles Büro, Alter. Was ist denn hier los? Hallo Community, nachdem sie G3 den größten jährlichen Treffen zu unserer Spielentwickler geworden ist, haben wir uns entschieden, unseren Ruf in einer hohen Sache einzusetzen. Aber heute bieten wir das ganze Jahr über verschiedene Spieleentwickler-Wettbewerben an und okay. Was auch immer, mich interessiert das nicht. Wir brauchen Spiele, was funktioniert, Alter. Das war halt echt super kacke, das Game. Und er muss in Urlaub. Warum bin ich so behindert? Und statt dann. Warum schalte ich so ein Ding, wenn er in Urlaub muss, Mann? Ich bin ein sowas von inkompetent. Buchhaltungssoftware. Ja. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ah, easy. Easy. Einmal direkt den nächsten. Das sieht voll geil aus. Hey, das hier mit dem Logo und so. Und hier kann man zocken. Und Leute, seht ihr das? Das ist das Team Hospital Logo. Das Spiel habe ich doch schon rausgebracht. Ja, geil. Das war halt echt voll für den Arsch. Haben wir damit über Plus gemacht? Verlust, ja, Verlust. Und damit haben wir auch einen Verlust gemacht, ne? Ja, Luki. Du gehst eben in Urlaub und los, den nächsten Spielebericht dran. Das war jetzt nicht so nice, ne? Aber ist ja okay. Oh, wir haben nur noch 740.000. Bub, klar, das ist eine schlechte Kombination. Story Quest scheint für das Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform gedönt, ja. Story Quest habe ich doch sogar wichtig. Ja, das war jetzt nicht so geil, ne? Das große Problem in der ganzen Geschichte ist einfach, dass ich schon wieder blöd bin und sie ist im Urlaub und ich starte trotzdem so ein hohes Ding, aber das ist egal, dass wir ein Spiel entwickeln müssen und jetzt keine neuen Engine erstellen können, weil wir einfach kein Geld haben. Ich bin so dämlich. Das war leider nicht das Schlaues. Und wir brauchen hier ein neues Spiel, weil das letzte Spiel war halt echt grauenhaft. Wenn nochmal die G3 oder sowas kommt und wir dann nochmal mit Lärm, Spaß und Kacke und alles falsch geschrieben kommt. Alter, wollt ihr mich verarschen? Jetzt macht das einen Punkt an euch, wollte ich kurz sagen. So. Mal eben den nächsten Auftrag hier. Ne, noch einen können wir nicht. Das wäre lustig. So, eben kurz einmal fertig machen hier, weil wir brauchen ordentlich Punkte, weil wir müssen die Dinger auch entwickeln. Aber wir brauchen eigentlich auch ein neues Spiel.
Eigentlich brauchen wir ein neues Spiel. Aber das ist gar nicht so einfach. Wir sollten aber echt ein neues Spiel machen, glaube ich. Neues Fafi? Ich weiß es nicht. Na komm, einen Auftrag haben wir noch. Den machen wir eben noch fertig. Und dann, ja, Chef, eine kleine Anzahl einer Fans haben gefragt, ob sie den Quellcode für ein altes Spiel, für die alte Spiele-Engine Negada 2 veröffentlichen würden. Dafür würden sie sicherlich die Fans zufriedenstellen. Aber wir haben auch hart an der Spielengine gearbeitet. Wir können auch Lizenzen verkaufen und etwas Geld machen. Alternativ können wir Auftrag auch komplett ignorieren. Ah, nee, wir veröffentlichen die. Das ist auch kein Problem. Chef, unsere kürzlich entschiedene Entscheidung, die zu abgeben, wurde mit hervorragender Antwort unserer Fans aufgenommen. Insgesamt haben wir 2000 Fans erhalten und kostet uns 5000. Na gut. Warum kostet uns, wenn wir die Engine veröffentlichen? Das war unser. Das ist ja Schwachsinn, Mann. Das ist ja sowas von Schwachsinn. Das gibt ja keinen Sinn. Wir machen mal Gesetz. Rollenspiel war das, ne? Oder wir machen das anders. Wir machen Fortsetzungen entwickeln für. Wo haben wir das denn? FAB Finder war das, glaube ich, ne? Nee. Fafi. Anwalt im Brennpunkt war das, ne? Gesetz und Rollenspiel. Ja, wir machen Anwalt im Brennpunkt, einfach einen neuen. Anwälte im Knast. So, ist natürlich für jung. Gute Kombination. Plattform dafür. Abenteuer, Rollenspiel, Simulation, Strategie ist halt nicht so geil dafür. Casual wissen wir noch nicht. Kinder, Alters, ja, okay. Ich glaube, wir wollen das vom PC raus. PC hat ja echt noch gute Konditionen, so, ne? Und wir hauen die Armin 3 Engine raus. Anwälte im Knast. So. Das wird jetzt schon arschteuer, denke ich mal, das Projekt, aber ist mir egal. Gameplay und Engine so auf den gleichen Nenner in etwa. Hey, ho, let's go. Wow, fuck. Ich hab gesehen, ich habe gar nicht komplett voll gehabt, die rechte Seite. Hallo, ich bin Andrew McNagle von Game Information. Wir haben gehört, Community gerade eine neue Spielarbeit. Ja, klar. Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei dem Spielentwicklung getroffen werden müssen, um die Unternehmensschwerpunkte für einzelne Spielentwicklerbereich zu setzen. Neue Spieler können sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz oder auf Grafik setzt. Mehr auf künstliche Intelligenz. Weil, ja, danke für diese Zeit. Weil, ja, wenn du halt so einen Anwalt und sowas spielst, muss halt irgendwie die künstliche Intelligenz da sein. Da bringt die Grafik ja nicht. In einem künstlichen Interview von Claire Tom haben wir über die kommende Gesetz-Rollenspiel gesprochen. Und haben Firmengründer Tom gefragt, wie unterschiedlich stark die Entwicklungsbereiche priorisiert werden. Bei dem Interview sagte Kinder Tom, dass künstliche Intelligenz besonders wichtig für dieses Spiel sei. Aber es scheint, dass andere Fachleute nicht dieser Ansicht sind und ihrer Meinung nach Grafik wichtiger für diese Art von Spiel ist. Die haben keinen Plan, Mann. Künstliche Intelligenz ist halt einfach wesentlich wichtiger. So. Die haben halt einfach keinen Plan vom Leben, die Leute. Versteht ihr das? Hype. Marketing! Zack. Oh, wir werden gleich wahrscheinlich so auf den Bankrott gehen, ey. Grafik
Weil Level Design ist halt nicht so wichtig. Machen Sound dafür ein bisschen höher. Weil ich sag, wir sind halt immer noch im Anwalt gedöns. Wobei wir diesmal nicht im Anwalt, sondern im Knast sind und holen da die Leute raus. Wen haben wir zweimal auf dem Markt genommen? 100 Bärchen? Und da sind ganz viele Bugs drin. Ich wollte schon sagen, die können wir uns gar nicht leisten, ne? 80.000 Euro. Wir haben halt einfach jetzt kein Geld mehr, ne? Okay, Anwälte im Knast. Entweder wird das jetzt gut. Oder der Titel wird umgesetzt. Weil wir dann im Knast sitzen und bankrott sind. Leute, es hängt jetzt alles davon ab, ob dieses Spiel gut wird oder nicht. Und los. Stereo-Sound, okay. Okay, die Bewertung. Ich werde nicht hingucken, ihr könnt gucken. Ihr sagt mir dann Bescheid, okay? Ihr sagt mir dann einfach Bescheid. Ist das eine hohe Zahl? Ist die gut? Oh, bitte sag mir, das sind hohe Zahlen. Wir haben jetzt zwei, jetzt kommt die dritte Zahl. Jetzt muss die vierte kommen, die letzte. Oh, bitte sag mir, das ist gut, bitte sag mir, das ist gut, bitte sag mir, das ist gut, bitte sag mir, das ist gut. Bitte, das hat 6 plus überall, 6 plus oder 7. Am besten wäre 10, 10, 10, wäre super geil. Und? Sechs, acht, fünf, sechs. Es ist aber noch im besseren Mittelpunktteil. Warnung, dein Konto ist im roten Bereich. Glücklicherweise erlaubt dir eine Bank einen Disco-Fee von 200.000. Anwälte im Knast und damit ihr kürzlich eine Fortsetzung eines Spiels Anwälte im Brennpunkt veröffentlicht. Das Spiel heißt Anwälte im Knast. Und es wurde mittelmäßig bewertet am Markt aufgenommen. Anwälte im Knast, Junge. Real oder nicht so? I don't know. Boah, aber viele beim kleinen Stand ist das echt viel. Ja, sind nicht, ich hab 100, Mann, ich weiß. Wir haben Plus. Und wir suchen, also, wir haben für Kinder. Kinder. Was war für Kinder? Fuck, das ist für alle, ne? Die anderen wissen wir doch gar nicht. Sport. Kinder. Genre. Strategie. Nein, Strategie nicht. Fafi, Fafi, Fafi. Fafi ist Simulation, oder? Ist Casual? Fafi. Ah, Casual? Großartige Kombination. Ja, ist Casual. Kinder sind voll begeistert von dem Ding. Die Army 3 Engine. Ey, oh, let's go. Weiter. Oh mein Gott. Das ist halt gerade so Plus und Minus. Hier, ich hab mich da verkackt. Die hätten wir höher machen können. Gameplay hoch, die Engine hoch, Story und Quest nicht so hoch. Warum krieg ich hier keine Infos? Komm. Ja, wir müssen plus 3,5 Minus. Kann die unsere monatlichen Dinger nicht halten, Alter. Dialoge sind vollkommen scheißegal. So. Komm, gib mir guten Stuff. Ah, gib mir Money. Grafik ist wichtig. Weltdesign und Sound, naja. Und das auch so, naja. Aber ein bisschen mehr, naja. Und na los. Komm. Wir müssen würfeln und eine hohe Zahl. Komm. 5, 4, 3, 2, 1 und Action. Oh, ich dachte, wir wären ein Bug gewesen. Neue Rekorde. Und los. Nein! Es heißt Spiel Hashtag 19. Ich hab den Namen nicht geändert.
Und das wird wahrscheinlich jetzt der Superrenner und wird um 10, 10, 10 Ding. Und das heißt einmal Spiel 19. Casual-Spiele funktionieren gut auf Test 64. Gut zu wissen. Ich liebe es. Oh, das sieht gut aus. 8, 8, 8. Komm, noch eine 8. Noch eine 8. Komm, 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 komm. Ja. Tadam, die vierfache 8. Okay, damit sollten wir uns auf jeden Fall wieder... Ja, die Anwälte haben sich, glaube ich, Multigenre. Bricht oder sogar plus minus null gemeint, ey. Du holst den nächsten Bericht. Du erforscht das. Multitore. Oh mein Gott. Fafi, was gar kein Fafi ist, aber ein Fafi werden sollte und wurde und eigentlich jetzt einen anderen Namen hat, hat uns den Arsch gerettet. Spielewelt-Design scheint für diese Art von Spielen nicht wichtig zu sein. Casual ist guter. Gameplay ist sehr wichtig. Da müssen wir uns ja gar nicht merken, weil da stehen ja eh Plus und Minus und so, ne? So. Meine lieben Damen und Herren, wir hätten gerne ein paar Aufträge, die wir machen müssen, weil wir brauchen weder Money, auch wenn wir jetzt gerade 650.000 wieder haben, oder das ist super schnell weg. Spiel Hashtag 19 hat uns echt ein bisschen den Arsch gerettet. Ja. Ich habe auch gesehen im Internet, wo ich hier noch das Logo und so gesucht habe für Bilder für das Thumbnail und so. Habe ich gesehen, dass es auch immer noch diese, so eine Spiele, so eine Liste gibt im Internet, wie man was am besten, glaube ich, anordnet und so, oder worauf man wo achten muss, was wichtig ist für die einzelnen Genres und so. Aber ich weiß nicht, ob wir das unbedingt uns ansehen sollten. Jawohl! Da ist die PS2! Ja, die PlaySystem 2. Wunderbar. Wunderbärchen. Das Problem ist ja auch einfach, dass wir mit den Aufträgen, die wir machen, dass sie so in Anführungsstrichen lange brauchen, bis wir die fertig haben, dass wir damit unsere Miete nicht schaffen reinzuholen, so. Ja, das ist mir voll egal, Mann. Okay, dafür ist ein Hype, eigentlich sollen wir dafür ein Spiel machen, ne? Aber wir können uns keine neue Lizenz unbedingt zwangsweise holen. Die können ein bisschen teuer sein, Mann. Hör auf, dir den Kopf zu kratzen und arbeite. Danach kannst du in Urlaub gehen, Alter. Heususe. Prost, Pisa. Guck mal, die trinkt Kaffee und kann nebenbei sogar noch was machen. Es scheint, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Keine Trends, ja. Und das ist die Xbox. Oh nein, was verkackt. Ja, Alter. Das ist so viel. Wir haben halt super krass. Ist gerade Minus gemacht, ne? Du Peace Corp, machst Urlaub, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Und du ja auch, Mann. Wir können nichts machen, weil wir sind Kacke im Kopf. Entschuldigung. Da war ein Bäuerchen. Das auch. Okay, das schaffen wir bei Easy. Der Verkauf statt von PlayStation 2 war ein phänomenaler Erfolg. Über den Verkauf kann der Hersteller Nachfrage gekommen. Mit seinen Fans sind teilweise davon ausgewählte Konsole Online-Aktionen. Okay. Heißt, wir sollten dafür ein Spiel rausbringen. Weil die Konsole richtig knorke ist angeblich. Dann machen wir eben noch den letzten Auftrag hier. Und haben immer noch wenig Money, Alter. Ja! Wobei ich mich durchlesen soll, ne? Da wären wahrscheinlich wieder coole Namen gewesen. Wir müssen an das Problem ist, ich würde gerne forschen, dass wir. Dass wir alles so forschen können. Weil, damit wir eine neue Engine machen können. Aber das große Problem an der ganzen Geschichte ist, dass sie nicht trainieren sollten. Warte, was? Wir haben neue Trainingsdinger, Alter. Üben, üben, üben. Deshalb bin ich nicht so nice, weil das ziemlich teuer ist. Forschung. Verbesserte KI. Mehrere Spieler. Zack.
Forschung. Dialogbaum, verbesserte KI. Boah, es ist so teuer, ne? Wir müssen danach echt ein Spiel rausbringen, was super geil ist. Ansonsten haben wir direkt ein Problem. Ich wäre dafür, dass wir nochmal einen Publisher-Vertrag uns annehmen. Nehmen wir den hier. Gambling, keine Lizenz. Hier müssen wir uns halt erst holen, ne? Das ist halt blöd. Wir holen uns das Ding. Horror. Was? Wir können zwei Genres wählen. Wir machen dann halt ein Action-Rollenspiel. Nee, Action. Action-Abenteuer-Game. Und das wird heißen. Ist ein Horror. Und Action-Abenteuer-Game Horror. Links. 4. Tot. Links für tot. Ist natürlich, weil es ein Horror ist für Erwachsene, ist ganz klar, weil Kinder dürfen das nicht spielen. Ja. Hallo Minus, ich komme! War schön mit dir! Story Crest ist nicht so wichtig, die Engine ist eigentlich relativ wichtig. Du machst. So. Können wir nicht machen, ne? Wir haben kein Money und sind gleich wahrscheinlich bankrott. Weil ich zu großzügig war mit meinem ganzen Geld. So, Künstliche Intelligenz ist so wichtig. Level Design, Dialoge jetzt nicht so sehr. Level Design ist auch wichtig. Zack und zack und zack. Oh Mann, ich glaube, wir gehen bankrott. Weil gleich kommt monatliche Miete und dann sind wir echt. Es scheint ernsthaft finanzielle Schwierigkeiten zu haben und der Unternehmen scheint kurz vor dem Bankrott zu stehen. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, ihnen ein Angebot zu machen. Wir werden ihnen geben und was genau. Um sie wieder auf die roten Zahlen zu bekommen. Im Gegenzug müssen sie uns dann. Uns in diesem Jahr. Ja, komm, wir versuchen es einfach. Wenn nicht, haben wir halt hart verkackt und dann. Starten wir vielleicht noch eine neue Runde, ich weiß nicht. Oh, hi! Okay. Okay. Links für tot. Die Sounds sind recht wichtig. Spielewelt. Grafik geht so. Jo. Okay. Planet GG hat ein kurzes Interview mit Tomuti veröffentlicht. Darauf gehe ich heraus, dass die Firma gerade dabei ist, ihr erstes Spiel für Erwachsene zu entwickeln. Tom, Eigentümer und Geschäftsführer der Tomuti, erklärt, wir glauben, dass das Spiel sich anspruchsvoller Spielinhalt würdige und ein Risiko einer Nachfrage zu entsprechen. Ja, wunderbar. Hype. Also, wenn, dann hauen wir es richtig raus, weil wir gehen wahrscheinlich eh mit ganz viel Pech danach bankrott. Oh Mann. Können ja 200.000 minus gehen, ne? Das ist ja okay. Wir müssen nur noch die Bugs raus und dann hoffe ich, wird das ein richtig geiles Game. Ansonsten haben wir echt große Probleme. Ist auf jeden Fall schon wieder ein neuer Rekord. Und wir müssen gucken. Ja, geil. Nimm mal noch eine Gehaltserhöhung. Kein Problem. Wir sind auch nur fast bankrott. Oh, links für tot. Und? Acht ist schon mal nicht schlecht. 8. Höher. Jetzt noch mal eine hohe Zahl. 8877. Könnte uns rausholen. Das könnte uns wirklich rausholen, Leute.
Und wenn das nicht rausfällt, dann sind wir eh pleite und bankrott, Mann. Publisher! Sie haben ihre volle Bewertung erreicht und folgen Zuggeschäfte. Jawoll! Trend Action Spiele, jawoll! Warum nicht? Wir haben uns gerade so noch über was gehalten. Wir müssen bis zum Ende des Jahres mega viel. Wir müssen da noch mega viel Geld haben und so, aber ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Finanzaufseher und Geschäftsleiter von Firma Womoba Oil Limited von Nigeria. Nigeria. Hi Tom, guten Morgen. Ich kontaktiere Sie, da Sie über einen ausgezeichneten Reputation am Markt. Unsere Geschäftsleitung mich hat bevollmächtigt. 2,5 Millionen Community. Also wir kriegen ja 2,5 Millionen? Den Betrag haben wir sicher auf Ihre AFU, die Bank, überwiesen. Für die Überweisung benötigen wir noch die Akzeptanz dazu. Übernehmen Sie bitte einmal die Transaktionsgebühr von 29.000 als ja. Ich werde wahrscheinlich sowas von verarscht worden sein. Ich hab mich verarschen lassen, oder? Oh, goddamn! Und der Markt ist bald vorbei. Nachricht: Es scheint, dass kürzlich ein Unternehmen Betrug in großen Summen in Unternehmen investieren. Allerdings nach einer Summe als Fortzahlung im Geschäft zu kommen. Diejenigen, die unklugsweise gezahlt haben, werden ihr Geld nicht wiedersehen. Die Polizei ermittelt, aber scheint den Innovationen Betrügern hilflos gegenüber zu stehen. Shit! Aber wir speichern, liebe Leute, und das heißt, das war's für dieser Folge. Ja, wir müssen innerhalb von einem Monat jetzt noch 1 Million zusammenkriegen. Ich glaube, wir werden das nicht schaffen. Wir werden vielleicht beim nächsten Mal bankrott gehen. Dann gucken wir uns vielleicht mal ein paar Mods an, die wir mit reinnehmen und starten eine komplett neue Runde, würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls ihr dabei gefallen habt, würde ich mich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Tom. Ciao, ciao und bye, bye.